Bis zuletzt hatte Jesus gehofft, um eine Gefängnisstrafe herumzukommen. Doch am Ende heißt es 8 Monate und 2 Wochen Haft. Dazu eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen, a 2.300 Euro, insgesamt 414.000 Euro. Eine Bewährungsstrafe kam für die Berufungskammer im Landgericht nicht in Frage, wegen der Vielzahl der Vorstrafen und einer negativen Kriminalprognose. Dabei hatte der Gangster-Rapper kurz vor dem Urteil die Richterin noch milde stimmen wollen. In seinem letzten Wort entschuldigt sich Jesus, und zwar nicht nur für die Anklagepunkte, sondern für alle Fehler in seinem Leben. Er sei nun ein anderer Mensch und wolle künftig keine Straftaten mehr begehen. Das schwerste Vergehen, Körperverletzung. Auf der Reeperbahn hatte Jesus einer jungen Frau, die hartnäckig nach einem Selfie fragte, ins Gesicht geschlagen. Außerdem postete er in einer Silvesternacht dieses Video, obwohl ihm ein paar Monate zuvor der Besitz von Waffen verboten worden war. Weitere Waffen sowie einen Polenböller fand die Polizei in den Wohnungen des Musikers. Noch gestern zeigte sich Jesus gut gelaunt auf Instagram, spielte eine Szene aus dem Drogenkultfilm Fear and Loathing in Las Vegas nach. Ich habe meinen Anwalt bei mir. Das Lachen ist Christopher Jonas Klaus, wie Jesus bürgerlich heißt, mit dem Urteilsspruch heute vergangen. Es ist wahrscheinlich, dass auch dieses Urteil angefochten wird. Beide Verfahrensbeteiligten können innerhalb von einer Woche Revision einlegen. Das führt dazu, dass das Oberlandesgericht dann über etwaige Verfahrensfehler oder Rechtsanwendungsfehler entscheiden müsste. Entweder es würde dann, wenn keine Fehler gemacht worden sind, dann rechtskräftig, oder die Sache würde dann zum Landgericht zur erneuten Verhandlung zurückverwiesen werden. Vorerst bleibt Jesus also auf freiem Fuß. Gerne hätten wir noch ein Statement von Jesus oder einem seiner Verteidiger erhalten, doch denen ist es gelungen, direkt nach Schluss der Verhandlung durch den Zuschauerraum über einen Seiteneingang zu verschwinden, und keine Kamera hat Jesus noch zu Gesicht bekommen.